Herzlich willkommen, schön, dass Sie mit dabei sind bei einer neuen Ausgabe unseres Kanal 3 Steiermark Magazins. Ja, und wie gewohnt beginnen wir auch in dieser Woche mit unserem Thema der Woche. Viele Steirer zieht ja im Sommer wieder in die große, weite Welt hinaus und viele lernen da nicht nur fremde Kulturen kennen, sondern tauchen ab in eine faszinierende Unterwasserwelt. Ja, und wie sich das Tauchen anfühlt, das wollte ich herausfinden und deswegen hat es mich zum Tauchturm Seiersberg verschlagen. Einst war es ein exotischer Sport, mittlerweile ist es ein beliebtes Hobby von vielen Menschen geworden, das Tauchen. Gerade im Urlaub natürlich wieder sehr beliebt und ich möchte das jetzt einmal ausprobieren und möchte wissen, wie sich das eigentlich anfühlt und deshalb stehe ich hier vor dem Tauchturm in Seiersberg und ich werde das jetzt einmal ausprobieren. Im Tauchturm angekommen geht es für mich gleich richtig los. Im passenden Outfit steht unserem Vorhaben fast nichts mehr im Wege. Bevor wir aber abtauchen, möchte ich noch einiges über den Tauchturm erfahren. Ich mache jetzt Schnuppertauchen. Was gibt's denn bei euch alles für Kurse? Also ich glaube, da gibt's relativ viel, oder? Ja genau, also du startest jetzt einmal mit Schnuppertauchen. Nachher würde dann der Tauchkurs weitergehen, wenn es dir Spaß macht. Wir bilden hier vom Schnuppertauchen bis zum Tauchlehrer ja alles aus. Wir haben aber auch Aquagymnastik, Kinderschwimmen und Babyschwimmen im Programm. Und wie lange dauert jetzt das Schnuppertauchen und was lerne ich da jetzt alles? Ja, hier wird einmal jetzt geschaut, ob es dir Spaß macht unter Wasser, ob dir das Atmen unter Wasser Spaß macht. Du wirst lernen, wie du im Wasser schweben kannst, wie du, wenn Wasser in die Maske kommt, das auch wieder rausbekommst. Aber hauptsächlich geht es darum, dass du heute einmal eine Stunde circa Spaß im Wasser hast. Beim Schnupperkurs wird es für mich also gleich ernst. Zuvor erfahre ich aber noch, worauf es bei meinem ersten Tauchgang ankommt. Du hast da jetzt schon alles hergerichtet. Was sind jetzt die ersten Schritte, die wir jetzt im Wasser machen? Als allererstes werden wir jetzt einmal das Gerät richtig anlegen. Ich zeige dir mal, was man alles zumachen muss, beziehungsweise bin das selbstverständlich dabei behilflich. Und dann geht es eigentlich gleich mit der praktischen Einweisung weiter. Das heißt, ich werde dir erzählen, auf was du alles aufpassen musst dann während des Tauchens. Ja. Ein paar Grundregeln werde ich da näher bringen oder erklären. Und dann geht es eigentlich auch schon direkt los. Und was haben wir da jetzt alles an und was braucht man alles? Wir sehen ja da schon einige Utensilien. Ja, das Erste, was du jetzt einmal bereits eh schon an dir hast, ist der Neoprenanzug. Zur Isolierung natürlich. Wir werden ca. dreiviertel Stunde oder Stunde im Wasser sein. Selbst wenn wir sehr, sehr hohe Wassertemperaturen da haben, wirst du mit der Zeit auf jeden Fall auskühlen im Wasser. Das Zweite ist auf jeden Fall, beziehungsweise eigentlich eh das Herzstück des Ganzen, dein Tauchgerät. Ja, wie gesagt, das wir jetzt im Wasser anlegen werden, besteht aus Jacket, den Atemreger und natürlich der Flossen. Ja, Flossen, Maske und dann geht's schon los, wie gesagt. Und jetzt hast du gesagt, die Grundregeln werden wir uns anschauen. Was sind so die Grundregeln beim Tauchen? Dass du zum Beispiel während des Tauchens niemals den Atem anhaltest. Ja? Was du tun musst für den Fall, dass du inzwischen einmal deinen Lungenautomaten aus dem Mund rausnimmst. Dass du dich dann einfach sicher fühlst im Wasser und natürlich auch, wie du am meisten Spaß hast, gerade was das Tarieren betrifft, beziehungsweise eben diesen Schwebezustand im Wasser herzustellen, ja? Und eben dieses Gefühl der Schwerelosigkeit zu spüren und zu genießen. Circa 18 Kilogramm wiegt die Ausrüstung mit Sauerstoffflasche. Zum Glück verringert sich das Gewicht im Wasser erheblich. Noch eine kleine Einweisung und dann kann es auch schon losgehen. Wie atmet man richtig unter Wasser? So ruhig wie möglich. Am besten gleich wie an der Wasseroberfläche, ja, auch vom Rhythmus her. Je ruhiger du atmest und je authentischer du das wie herum machst, umso mehr Spaß wirst du dann unter Wasser beim Tauchen haben. Und ich kann da auch einstellen, was ich schon gelernt habe, ob ich nach unten oder nach oben möchte. Genau, mit dem sogenannten Inflator. Also in dem Fall der rote Knopf wäre jetzt der Lufteinlass. Das heißt, du würdest dann im Wasser beginnen, nach oben zu steigen. Der graue Knopf wäre der Luftauslass. Das heißt, du würdest im Wasser beginnen, abzusinken. Und unter Wasser kann man natürlich nicht reden, was ein bisschen eine Umstellung ist. Wie verständigt ihr euch? Mit Handzeichen, ja, mit internationalen Handzeichen, die man dann auch im Rahmen des Tauchkurses oder des Open Water Divers lernt. Von den wichtigsten Zeichen, die wir da jetzt gebraucht haben, das okay, ja, beziehungsweise, dass irgendwas nicht okay ist bei dir, das Auftauchen, das Abtauchen, dass wir die Tiefe halten, ja, dass wir entweder keine Luft mehr haben oder etwas außer Atem sind. Ja. Um nur einige zu nennen, gibt natürlich noch ein paar mehr. Und dann tauchen wir schließlich ab. Das Atmen ist für einen kurzen Moment ungewohnt, aber schnell gewöhne ich mich daran. Die größte Umstellung, ich kann nicht sprechen. Aber auch diese Hürde haben wir schließlich gemeistert. Nach den ersten Bahnen im 1,80 Meter tiefen Wasser geht es für mich dann ab in das tiefste Becken Österreichs. Und da steigt mein Puls schon ein bisschen an.
der Tauchturm ist 11 Meter tief, also der Grund ist auf 11 Meter und wir waren so bei unserem ersten Bullauge unten, wo wir dann auch aus dem Turm rausgeschaut haben und der liegt auf 5 Meter Tiefe. Und so habe ich schließlich meinen ersten Tauchgang erlebt und der muss natürlich verewigt werden im eigenen Logbuch. Also ich habe jetzt meinen ersten Tauchgang hinter mich gebracht. Wie wird es jetzt weitergehen? Also das war jetzt der Schnupperkurs. Was ist der nächste Schritt? Der Open Water Diver. Ja. 16 bis 20 Stunden, die Grundausbildung, die zur Hälfte aus Theorie, zur Hälfte aus Praxis besteht. Also die Theorie findet selbstverständlich bei uns im Lehrsaal statt, Praxis oben bei uns im Sportbecken und im Turm. Und nach dieser Praxis und Theorie, im Ende der Theorie gibt es noch so eine kurze schriftliche Überprüfung über dein Wissen, geht es noch raus ins Freiwasser, ins Open Water, wo halt nachher, wie gesagt, geschaut wird, ob du das, was du erinnern gelernt hast oder was wir dir beigebracht haben, dann im Freiwasser umsetzen kannst. Und jetzt haben wir das eingetragen im Logbuch. Was hat es damit auf sich? Das Logbuch dient dir zum einen als Erfahrungsnachweis, zum zweiten auch als Referenz für weitere Tauchgänge, wie viel Blei habe ich braucht, welchen Neoprenanzug habe ich da angehabt und ist außerdem natürlich eine schöne Erinnerung, wenn es da diverse Dinge eintragst, die du eventuell im Wasser gesehen hast, Walhaie, Meerjungfrauen oder irgendwas dergleichen. Meerjungfrauen habe ich leider noch keine entdeckt, aber es war ja auch erst mein erster Tauchgang und wer weiß, was da noch so alles folgt. Am Pfingstwochenende war es wieder soweit und die Murtal-Klassik lockte zahlreiche Oldtimer und Zuseher auf die Straße. Die erste Tagestour, die führte die Klassiker durch die Obersteiermark und wir haben die besten Momente in unserem ersten Teil des Murtal-Klassik-Spezials für Sie zusammengefasst. Jetzt sind wir eine Minute vor dem Start, bist du schon nervös? Und eine gewisse Nervosität ist immer vorhanden, aber das ist gut so. Zum 20. Mal findet sie heuer schon statt, die Murtal-Klassik, und jedes Jahr ist es immer wieder ein riesiges Event. Wir von Kanal 3 sind auch heuer wieder mit dabei. Wir starten hier in Knittelfeld am Kapuzinerplatz und gehen jetzt gleich einmal schauen, was da so los ist. Wir sind riesig stolz. Es sind so viele heuer Teilnehmer hier wie noch nie. Es ist was los in dieser Stadt. Wir beleben diese Stadt mit dieser Veranstaltung und wir sind auch sehr, sehr stolz, dass die Veranstalter durchgehalten haben all die Jahre. Denn wenn die Veranstaltung vorbei ist, beginnt bereits die Planung fürs nächste Jahr. Alle Kräfte haben mitgewirkt, inklusive Tourismusverband. Ja, und es ist ein Highlight im Jahr. Gibt es eigentlich irgendeinen Gruß zwischen die Oldtimer vorher? Ich bin komplett neu in dem Segment. Also gut Öl oder was weiß der Teufel, ich kann es gar nicht sagen. Hauptsache es funktioniert alles und es passt alles. Gruß zwischen Oldtimer vorher? Gute Fahrt, das ist alles und komm gut heim und schau, dass das Auto durchhält. Wir haben gehört, das ist das älteste Fahrzeug, was mitfährt. Ja, 1927 und hat als Besonderheit einen Kneitmotor, einen sogenannten Hülsenschieber. Also das ist ein Sechszylindermotor, Viertakt, aber ohne Ventile. Wir sind gelandet in Hetzendorf beim Schloss Gabelhofen und da dürfen sich die Bolliden das erste Mal ein bisschen abkühlen. Gibt es irgendeinen Gruß unter euch Oldtimer-Fahrern, wie sie euch begrüßt? Da, das ist schon fast wie bei dem Autoradl, gell? Einfach.
die Pfote und fertig. Und auch St. Lambrecht wird vom Brummen der V8-Motoren und dem Benzingeruch nicht verschont. Wie war die Fahrt bis jetzt? Ja, angenehm. Der einzige Regen, was ein bisschen gestört hat, aber sonst. Aufpassen, gute Weiterfahrt. Ja, danke. Wir sind jetzt angekommen in Junburg und in Junburg lacht die Sonne und auch Herr Heinz Mitterecker und freut sich über die vielen Besucher hier bei der Murtal-Klassik. Na, absolut. Das ist wirklich schon Tradition am Pfingstsamstag, dass die Murtal-Klassik bei uns Station macht. Am Vormittag haben wir einen sehr lebendigen Bauernmarkt und am Nachmittag sind noch die tollen Geräusche der V6 und auch der älteren Motorräder. Das freut natürlich. Ja, super. Wie viele Teilnehmer sind heuer dabei? Wissen Sie das? Ja, über 250 und vor allem, was ich auch gesehen habe, irrsinnig viele Motorräder, vor allem auch sehr viele Buch. Und das freut mich natürlich, weil wir ein Buchmuseum in Judenburg haben und auch der eine oder andere Leihgeber von uns mit dabei ist. Also tolle Stimmung, kann nicht schöner sein. Wie ist die Fahrt bei euch bis jetzt verlaufen? Super, vom Wetter her hat alles passt, von Sonnenschein über Regen, Hagel. Keine technischen Probleme? Nein, ein bisschen die Bremsen waren vorher schon heiß, aber sonst. Die Bremsen sind nicht so wichtig, oder? Nein, das geht gut. Ist die Fahrt verlaufen bis jetzt? Ja, bis jetzt. Für unsere Verhältnisse sehr gut. Wir dürften bei einer Sonderprüfung 2 Sekunden daneben sein, aber alles andere haben wir super erwischt. Auch Regen haben wir auch erwischt. Technische Probleme? Gibt es bei Volvo keine. Wir sind hier beim Hotel Gschlössl in Großloming und das ist auch schon die letzte Station für den heutigen Tag. Ich muss mich an dieser Stelle bei Ihnen verabschieden. Nächste Woche geht es weiter mit Teil 2. Gute Fahrt und Hals- und Achsbruch.
Das war der erste Teil der Murtal-Klassik. In unserer nächsten Sendung, da folgt dann Part 2. Ja, von den Fahrzeugen zu Boden kommen wir jetzt zu denen in der Luft. In Graz gab es nämlich eine Flugzeugüberstellung der besonderen Art. Tausende Flugzeuge fliegen täglich über Europa an unterschiedlichste Destinationen. Alleine im vergangenen Jahr gab es weltweit 4 Milliarden Flugreisende, so viele wie nie zuvor. In der Stadt Graz sah man nun aber ein anderes, außergewöhnliches Bild. Die Maschine des ehemaligen tschechischen Präsidenten Gustav Husak, die auf das Dach des Hotels Nova Park verfrachtet wurde. Dort wird das 53 Meter lange Flugzeug aus dem Jahr 1976 in Zukunft als neue Event-Location und Bar dienen. Bis zu 100 Gäste sollen dort über den Dächern von Graz Platz finden. Die Überstellung der Maschine mit 43 Metern Flügelspannweite hat bereits für viele Zaungäste gesorgt. Ein weiteres Flugzeug, nämlich eine Boeing 727, ist bereits auf dem Seeweg nach Österreich unterwegs. Sie wird am Nebendach platziert. Im Inneren soll dort ein Restaurant entstehen. Dem Kontakt mit Bakterien und Keimen sind wir täglich ausgesetzt. Das ist aber nicht zwangsläufig schlecht. Wann richtiges Händewaschen wichtig und angebracht ist, das haben wir mit dem Experten besprochen. Sie sind überall, egal ob in Öffis, auf Türgriffen oder beim Händeschütteln. Bakterien und Keime sind unsere täglichen Begleiter. Was nicht bedeutet, dass alle davon automatisch schlecht sind. Keime sind lebensnotwendig für uns. Das heißt, niemand von uns kann und möchte ja, in einer keimfreien Umgebung überleben oder leben. Das heißt, Keime sind in uns, an uns und um uns. Überall haben wir Kontakt mit ihnen. Es geht nur immer um die richtige Menge ja, und zur richtigen Zeit mehr oder minder möglichst reine, eine reine Umgebung zu gewährleisten. Beispielsweise im Spitalswesen, beim Umgang mit Wunden, beim Kontakt mit sozusagen immunsupprimierten Patienten, aber eben auch im privaten Umfeld, wenn ich beispielsweise Lebensmittel zubereite. Hier gilt es einfach vorrangig, Reinheit so anzusetzen. Vor dem Kochen oder nach einer Fahrt mit Öffis ist es trotzdem ratsam, sich die Hände zu waschen. Als Beispiel kann man vielleicht nennen, das häufig zitierte Händewaschen. Wenn man sich mal das Händewaschen vorstellt, im Rahmen eines Händewaschens können Sie bis zu 99% der Ausgangskeimzahl auf Ihren Händen reduzieren. Das ist für den Nicht-Spitalsbereich völlig adäquat. Das heißt, im privaten Umfeld für unseren Alltag reicht das Händewaschen aus, um sich gegen Infektionen ausreichend zu schützen. Zum Waschen reichen übrigens Seife und Wasser aus. Eine Messe und das ausschließlich für die Wirtschaft. Das gab es zum ersten Mal in Grad-Weinstraß-Engel, ganz nach dem Motto Festival der Wirtschaft. Von 11. bis 13. Mai veranstaltete die Marktgemeinde Grad-Weinstraß-Engel mit organisatorischer Unterstützung durch die Agentur 11 Shows ihre erste Wirtschaftsmesse. Die Idee und der Wunsch des Initiators Robert Köppel, Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft, Arbeit und Ortsentwicklung in der Großgemeinde, hat sich mit dieser Messe voll erfüllt. Nicht nur die rund 50 Aussteller, sondern auch die mehr als 4000 Besucherinnen und Besucher waren vom vielfältigen Programm und von den Angeboten der regionalen Aussteller begeistert. Wir haben schon gesehen, in Gradkorn hat es eine Bezirksmesse gegeben vor einiger Zeit. Auch die Wirtschaftskammer wollte eine Wirtschaftsmesse organisieren im Süden von Graz. Leider hat diese nicht stattgefunden und ich habe mir gedacht, als neue Fusionsgemeinde eine Wirtschaftsmesse für unsere Betriebe zu machen. Dass auch eine Regionalität sehr wichtig ist für unseren Standort, weil die Klein- und Mittelbetriebe die größten Arbeitgeber sind in unserer Gesellschaft heutzutage und nicht die Industrie. Und deswegen ist es sehr wichtig, auch in diesem Sinne die Wirtschaftsbetriebe in den Vordergrund zu stellen. Das Festival der Wirtschaft soll Betriebe und die Menschen, die dahinterstehen, näher mit Kunden verbinden. Stichwort Kauf ein daheim und gleichzeitig als Motor in der ganzen Region Graz Nord das regionale Kaufverhalten stärken. Grundsätzlich glaube ich, gibt es zwei Sachen, die Vorreiter sind für das. Und zwar das war das Marktfest, das in Gradwein stattgefunden hat.
und dann die Gewerbemesse in Grad Korn. Und wenn man beides da zusammenführt, dann ist das im Prinzip der Nachfolger. Und unser Ziel ist es, wahrscheinlich in Zukunft sogar größer und regionaler zu gestalten, mit anderen Gemeinden im Boot, dass das wirklich eine Gewerbemesse für Graz Nord wird. Organisiert wurde das Festival der Wirtschaft vom Kernteam rund um Alex Pfleger, Martin Obmann, Robert Köppel und Katharina Url-Neuhold. Wie zufrieden ist Projektleiter Alex Pfleger von der Agentur 11 Shows mit dem Zuspruch zu dieser Messe? Wir sind sehr zufrieden. Das war ja doch ein Dreivierteljahr intensive Vorbereitungszeit. Wir sehen, wir haben diesen gewissen Wow-Effekt sowohl bei den Besuchern als auch bei den Ausstellern bei fast 90% erzielt. Die Leute sehen, da steckt sehr viel Liebe drin, sehr viel Liebe auch ins Detail. Es ist eine runde Geschichte, es hat alles Hand und Fuß. Unsere Organisation ist gut aufgestellt, das Wetter passt. Also im Grunde muss ich sagen, wir von unserer Seite sind auf voller Linie zufrieden. Die Veranstalter, die beteiligten Unternehmen und die Besucherinnen und Besucher der Wirtschaftsmesse waren sich alle einig. Das erste Festival der Wirtschaft in Grad Weinstraß-Engel war ein Erfolg auf der ganzen Linie. Fortsetzung folgt. Immer einen Hit voraus. Im Leben, die man festhalten möchte, in die man immer wieder eintauchen will, egal ob Veranstaltungen, Berichte, Imagefilme oder Werbespots. Wir machen Ihren Moment unvergesslich. Wir sind Kanal 3, das steirische Fernsehen. Wir versorgen die SEA in unserem Sendegebiet mit lokalen Informationen zu den Themen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport und Kultur. Informationen aus und für die Region. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Wir produzieren Woche für Woche zwei unterschiedliche Magazine, Kanal 3 Steiermark und Kanal 3 Obersteiermark. Selbstverständlich regional, denn unser Leben findet nicht nur auf den großen Bühnen, sondern vor unserer Haustüre statt. Sie planen eine Veranstaltung, eine Pressekonferenz oder haben eine Werbebotschaft? Wir sind das perfekte Medium dafür. Gute Bilder brauchen gute Technik. Daher legen wir großen Wert darauf, dass unser Equipment am neuesten Stand der Technik ist. Und unsere effizienten Workflows sorgen für hochwertige Bilder in HD-Qualität und kurze Reaktionszeiten. Junge, engagierte Mitarbeiter gestalten ihre Beiträge mit viel Kreativität und Leidenschaft. Denn Fernsehen macht ihre Werbung erst richtig erlebbar. Ihre Beiträge werden bis zu 10-mal täglich, 7 Tage lang ausgestrahlt. Empfangen werden die Beiträge natürlich von den Zusehern, die ihre Zielgruppe bilden. Jede Woche neu. Wir erreichen 195.500 Seherinnen über Kabel-TV und 4.400.000 Österreicherinnen und Österreicher empfangen Kanal 3 über Satellit. Aus der Steiermark für die Steiermark. Jede Woche neu. Alles aus einer Hand. Das ist Kanal 3, Ihr steirisches Fernsehen.
Entwicklungszusammenarbeit stärkt Menschenrechte, so lautet das Motto des Fair-Styria-Tages am Dienstag, den 26. Juni 2018. Steirische Initiativen und Organisationen zeigen im Grazer Joanneumsviertel, dass die Steiermark globale Verantwortung übernimmt. Die Projekte haben das Ziel, Menschen in Entwicklungsländern neue Perspektiven zu geben, um sich in ihrer Heimat eine bessere Zukunft aufzubauen. Streetfood Market Graz. Das Original ist wieder zurück am Karmeliterplatz. Vom 30. Mai bis zum 3. Juni verwandelt er sich zum Zentrum der internationalen Straßenkulinarik. 5 Tage lang gibt Streetfood vom Feinsten. Geöffnet hat der Streetfood Market am Mittwoch, dem 30.05. von 14 bis 22 Uhr, am Donnerstag, den 31.05. bis Samstag, 2.06. jeweils von 11 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Premiere im Theo Theater Oberzeiring. Das Wechselbällchen benötigte 2 Menschen, 2 Hocker und ging durch Mark und Bein. Schneebittchen, so nennt sie sie. Zitter, so heißt sie. Die Tochter, das die einäugige Magd Wrücker zur Welt gebracht hat. Unehelich und behindert. Sie sei ein Wechselbalg, so sagt man, der ihr von bösen Geistern untergeschoben und mit ihrem wirklichen Kind vertauscht wurde. Diesen gespenstischen Unfug glaubt vor allem ein Knecht namens Lenz, der in einem Traum die Anweisung erhalten haben will, die hässliche alte Magd zu heiraten. Sie war mir von Anfang an sehr nahe, das muss ich schon zugeben. Und deswegen war das Proben dann auch wirklich Ich würde nicht sagen leicht, aber es hat sich vieles gleich erschlossen. Es ist klar, es ist eine schwere, tragische Geschichte, aber zu dem, was die Sigrid gesagt hat, muss ich noch dazu sagen, es war total lustvolles Proben, weil das war richtig schön, weil das so toll geschrieben ist von der Christine Lavant, dass man sagt, da bei jedem Satz geht dann so das Herz auf und man sagt, man versteht so, was sie meint. Die 1915 im Kärntner Lavantal zur Welt gekommene Christine Lavant, geborene Tonhauser, ist eine herausragende Persönlichkeit der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts. Sie selbst lebt in entsetzlicher Armut. Schwere Krankheiten zeichnen ihren Weg. Dieses harte Leben spiegelt sich auch in ihrer Erzählung Das Wechselbällchen wider. Was dazu ist, dann gibt's wenigstens irgendwo hin auf die Kost. Vielleicht nimmt sie ein Bauer zum Viech halten. Groß genug dafür ist er ja bald und dann braucht er nichts dafür zahlen. Schau für den Sport, das habe ich schon, aber das ist mit und ohne deine Fortbring. Dann tu halt, was du willst. Als erstes steirisches Theater zeigt Theo eine Bühnenfassung, inszeniert von Sigrid Sattler und Christian Elkner. Eine exzellente Darbietung, die behutsam fesselt und beklemmend berührt. Im vergangenen Jahr fand in der Stadtgemeinde Volzberg ein Volksmusikwettbewerb statt und die Besten der Besten, die durften die Bühne im heurigen Jahr noch einmal betreten, nämlich beim Volksmusikkonzert. Musik verbindet. Das bewiesen die talentierten Siegerinnen und Sieger des Musikwettbewerbs, der im Herbst 2017 in Volzberg über die Bühne ging, erneut. Volksmusik der Extraklasse, präsentiert von Jung und Alt, füllte die Stadtsäle Volzberg mit Zusehern. Heute geht es wieder mal um Volksmusik. Wir haben im vergangenen Jahr einen Volksmusikwettbewerb gehabt mit jungen Talenten aus Köflach, Bernbach, Rosenthal, Volzberg, also aus dem ganzen Bezirk. Und die Besten sozusagen oder eine Auswahl wird heute da eben das Volksmusikkonzert geben. Die Musikgruppe mit den meisten Jurypunkten waren die Dreihakler. Seit ihrem Erfolg im Oktober hat Routine bereits ihren Lauf genommen. In der Zeit hat sich sehr viel getan. Wir haben weiter geprobt, unser Repertoire ein bisschen erweitert
Und auch eine sehr coole Neuigkeit erfahren, nämlich sind wir nächste Woche mit einer steirischen Abordnung in Russland und werden dort 3 Konzerte spielen, zusammen mit einem russischen Orchester. Dem Publikum werden wir heute eine Einkomposition bieten und auch klassische Volksmusikstücke, sage ich mal, und eine Nummer von Herbert Bixner. Das ist jetzt schon die modernere Volksmusik. Und ja, bin ich gespannt. Ich freue mich. Wir freuen uns drauf. Neben den Dreihacklern zauberten auch die jungen Frühlingskinder, die Familienmusik Gspurning, der Wölmisberger Viergesang mit Ingrid sowie die Familienmusik Abesleitner ihrem Publikum Freude ins Gesicht. Ich glaube, gerade Volksmusik trotz allem ist was, was Junge und Alte begeistert. Und ganz schön ist es, wir werden es auf der Bühne sehen, dass wirklich schon die Kleinsten so mit 7, 8, 9 Jahren voller Eifer dabei sind. Einmal mehr ist es gelungen, ehrgeizige Musikerinnen und Musiker in Volzberg ins Rampenlicht zu führen. Und man darf gespannt sein, ob das ein oder andere Talent die großen Bühnen der Volksmusik erobert. In unserem aktuellen Stadtgespräch-Spezial plaudert Gregor Witthalm mit Oberst Manfred Hofer zum Thema Steirisches Kommando auf der Seetaler Alpe. Ich freue mich sehr, meine Damen und Herren, dass Sie wieder bei uns reinschauen, bei unserem Stadtgespräch bei Kanal 3, heute wieder in einer Spezialausgabe, denn heute heißt es für mich, ein bisschen Haltung annehmen, aber das tue ich sehr entspannt, denn ich habe einen sehr, sehr lieben und netten Gast bei mir. Er steht für das Steirische Kommando auf der Seetaler Alpe und dieser Gast und dieser Kommandeur, das ist der Oberst Manfred Hofer, herzlich willkommen. Er leitet danke für die Einladung. Sozusagen die Truppe auf der Alm, und das mit großer Begeisterung und mit großem Erfolg. Dazu kommen wir aber auch, weil Sie sind ein hocherfahrener Offizier. Lieber Herr Hofer, wenn ich Sie so frage, wenn Sie so zurückblicken, so Jahre und Jahrzehnte, das Bundesheer und eine Führungsposition beim Bundesheer, war das das, was der junge Manfred immer schon angestrebt hatte oder ist Ihnen das passiert? Das ist mir nicht passiert, sondern es war eine klare Willensentscheidung für das österreichische Bundesheer. So nach der Matura habe ich mich dann entschlossen, einjährig freiwillig zu machen Bundesheer. Bin dann an die Militärakademie nach Wiener Neustadt, habe dort die Offiziersausbildung gemacht und nach dem Abschluss der Offiziersausbildung 1985 bin ich dann in verschiedenen Kommandantenfunktionen im Bundesheer tätig gewesen. Und auch auf verschiedenen Einsätzen des österreichischen Bundesheeres. Also auch im Ausland, darüber reden wir ja auch. Und das macht ja auch Ihre Erfahrung aus, dass Sie da schon viel gesehen haben und viel erlebt haben. Vielleicht da ein Punkt, weil er gerade so aktuell war und ist. Also das Bundesheer, fangen wir mal so an. Das Bundesheer hat auch immer so ein bisschen ein Imageproblem, das jetzt nicht unbedingt immer die Schuld des Bundesheeres selbst ist, sondern das Bundesheer hat, und das wissen wir alle, auch zu kämpfen mit budgetären Mitteln. Man tut, was man kann. Wie nehmen Sie das wahr, dass man auch junge Menschen für die Truppe, für das Bundesheer noch begeistern kann? Wir haben also vor einigen Jahren hier einen Imagewandel durchgemacht. Wir haben also in den letzten Jahren eine Personaloffensive gestartet. Diese Personaloffensive war sehr erfolgreich. Wir haben also über 1000 Neuzugänge jetzt beim österreichischen Bundesheer. Und bezüglich dem Imagewandel, das ist ein bisschen auch immer der Zugang der Republik zum Bundesheer. Das ist immer ein bisschen eine heikle Sache. Sie wissen ja, in Österreich kann man Panzerverbände auflösen, Artillerieverbände auflösen. Das berührt im Prinzip keiner Menschen. Sobald du 8 Trommler von der Militärmusik nationalisierst, brennt die Republik. Das ist Österreich. Das ist Österreich genauso auch. Die österreichische Bevölkerung ist also sehr, sehr neutral eingestellt, wenn es um unsere Einsätze in Afrika, am Balkan geht, solange beim nächsten Hochwasser also ein Soldat da ist, der das Sandsack vorn hinlegt. Wird das alles akzeptiert. Aber dafür ist da, und das merkt man dann schon, diese Nähe des Bundesheeres zum Volk, Sie haben es selbst angesprochen, bei solchen Katastropheneinsätzen, da sind die Menschen wirklich dankbar und da spürt man immer, mein Gott sei Dank haben wir diese Truppe und da ist keine Rede mehr davon, wir brauchen
euch genau nicht. So ist es, ja. Ohne sie da jetzt in eine Gasse treiben zu wollen, sondern nur grundsätzlich, wenn dann so Dinge passieren, wie die Debatte zum Ansatz im Golan, wie gesagt, wenn Sie eine Wertung abgeben wollen, sehr gerne, aber das ist natürlich auch nicht förderlich, vor allem das, was nach außen transportiert wird. Richtig, dieser Vorfall ist ja schon vor einigen Jahren passiert, ja, ist jetzt zufällig bewusst hochgespielt worden. Der Herr Bundesminister hat eine Untersuchungskommission eingesetzt und da wird es die Ergebnisse zeitnah geben und dann werden wir es richtig bewerten und beurteilen können. Aber ich glaube, man ist dann nur mehr Passagier, wenn die mediale Berichterstattung, genau, so wenn die Karosserie fährt, dann fährt sie. Das ist schwierig. Gut, ja. Das ist ganz klar. Aber tun wir es wieder zum Positiven. Sie stehen für viele, viele Auslandseinsätze, unter anderem Kosovo, glaube ich. Und da ist es ja dann wohl so und wahrscheinlich auch eher, Sie haben es gesagt, die Republik nimmt es weniger, wo die Menschen, die Republik wahrscheinlich schon, die Menschen, sondern eher Partner, ausländische Organisationen. Da kann Österreich viel leisten und leistet viel. Ja, ich habe 13 Monate meines Lebens im Kosovo unten verbracht. Ja. Man muss auch dazu sagen, warum steht das Bundesheer im Kosovo? Wir haben also zusammen mit anderen Nationen die Aufgabe, dort für dementsprechende Stabilität zu sorgen, damit der Bürgerkrieg, der dort vergangen ist, nicht wieder hochflammt. Und im Rahmen dieser Stabilität versucht also dort die ortsansässigen Regierungen oder die internationalen Organisationen hier dementsprechende demokratische Strukturen hochzufahren. Und es ist einfach, wenn eine Stabilität gegeben ist und keine Kampfhandlungen sind, wesentlich einfacher, als wenn Kampfhandlungen sind. Und für die Republik ist es natürlich insofern besser, dass dort in unserer unmittelbaren Nachbarschaft hier eine gewisse Stabilität herrscht, weil wenn dort Bürgerkrieg herrscht, haben wir auch sämtliche Auswirkungen dieses Bürgerkrieges mit Flüchtlingsbewegungen und so weiter dementsprechend mitzutragen. Das heißt, in Zukunft wird das Bundesheer dort eingesetzt werden wie im internationalen Bereich, wo also die Republik ihre Interessen hat, dass dort Stabilität herrscht. Und diese Stabilität zu gewährleisten, ist nicht nur alleine Aufgabe des Bundesheeres, sondern kommen auch viele andere befreundete Nationen dazu. Das ist klar. Also vor dem Kosovo, das ist quasi vor unserer Haustüre, der Balkan, das ist keine Frage. Aber wie weit geht dann das Spektrum? Sie sagen, also hier geht es darum, den Frieden, auch wenn er ein fragiler ist, zu sichern, ja, von Ihrer Truppe und von den Kollegen. Aber was ist wenn? Wenn da was wieder gezündelt wird, wie kann dann eine österreichische Auslandstruppe hier wieder mäßigend eingreifen oder überhaupt eingreifen? Die Truppe kann insofern dort mäßigend wirken, dass einfach durch die Präsenz der Soldaten dort mit ihren Waffen und mit ihrem Gerät hier für eine dementsprechende Ruhe gesorgt wird. Und das hängt natürlich auch vom Mandat ab, das die Österreicher dort haben. Im Kosovo haben wir ein relativ strenges, aber ein relativ starkes Mandat. Da sind wir auch in der Lage, hier mit entsprechendem Einsatz von Waffen hier für Stabilität zu sorgen. Also langsam und durch die Präsenz. Durch die Präsenz. Ja. Und im Kosovo ist es halt auch so, dass wir also hier mit den anderen Nationen hier dementsprechende Präsenz darstellen und das sorgt also für Ruhe dort. Und insofern zeigt sich ja auch natürlich auch der Stellenwert des Bundesheeres, wenn man es auf der internationalen Ebene auf Augenhöhe wie richtig, im Kosovo, ja, kooperiert. Ja, wir sind also die größten Truppensteller im Kosovo von allen Nicht-NATO-Mitgliedern. Jetzt zum Herrn Hofer, zum Herrn Oberst wieder direkt, Sie als Führungsoffizier. Sie haben auch das Jägerbataillon St. Michael geleitet, also ein Elitetrupp, möchte ich fast sagen. Welche Qualitäten sind gerade von einem Berufsoffizier in Führungsposition da auch wirklich gefordert, um eine Truppe sozusagen bei der Stange zu halten, um sie zu motivieren, ja, und zu Höchstleistungen, wenn es nötig ist, anzutreiben? Ich war also 5 Jahre Kommandant in St. Michael, habe dort das erste Berufsbataillon des österreichischen Bundesheeres mit ausschließlich Kadersoldaten aufgebaut und die Führungseigenschaften, die also von einem Offizier notwendig sind, er muss also ein Teamplayer sein, mit einem eindeutigen Hang zur Letztentscheidung. Ja, das ist klar. Ja. Also er muss die Richtung vorgeben, wo es hingeht und wie Kommandant war in St. Michael, habe ich verschiedenste Vorstellungen gehabt, wie ich meine Kommandantenrolle anlege. Und habe mir also gedacht, ich kümmere mich ein bisschen um die Fortbildung, um die Ausbildung und so weiter und so fort. Nach 5 Jahren Kommandant in St. Michael, muss ich sagen, 80% meiner Arbeit waren Personalsachen.
Das ist also das Entscheidendste ist einfach, dass die richtigen Leute an der richtigen Stelle sitzen. Und dafür ist man als Kommandant verantwortlich. Jetzt sitzen Sie auf der Seetaler Alpe als Kommandeur. Ja. Hat sich da was verändert jetzt in Ihrem Aufgabenbereich? Was macht die Seetaler Alpe aus, die Bedeutung der Seetaler Alpe als Truppenübungsplatz, unverzichtbar für dieses Land? Wie Kommandant war in St. Michael, war ich der Kommandant eines Einsatzverbandes. Das heißt, ich habe dort die Truppe vorbereitet auf verschiedenste Einsätze, bin dann auch mit der Truppe in den Einsatz gegangen, wie zum Beispiel in den Kosovo. Jetzt auf der Seetaler Alpe bin ich Teil der Grundorganisation des Bundesheeres. Das heißt, es gibt in Österreich 5 große Übungsplätze, das ist Allensteig, Bruckneudorf, Hochfilzen, Watterlitzum und die Seetaler Alpe. Jetzt hat sich mein Aufgabenspektrum komplett geändert. Jetzt bin ich dafür verantwortlich, dass ich der übenden Truppe auf der Seetaler Alpe die notwendigen Rahmenbedingungen zur Verfügung stelle, damit sie sich auf Einsätze auf der ganzen Welt vorbereiten kann. Das heißt, unser Zweck ist die Unterstützung der Truppe beim Herstellen ihrer Einsatzbereitschaft. Und da habe ich also 80% nationale Truppen oben und 20% internationale Truppen, Tendenz internationale Truppen steigend. Das heißt tatsächlich, also ausländische Truppenverbände sozusagen kommen auf die Seetaler Alpe üben, um es jetzt mal ganz banal zu sagen. Die deutschen Verbände zum Beispiel haben sich da auf den Afghanistan-Einsatz vorbereitet. Wir haben belgische Verbände, wir haben polnische Verbände, Special Forces von der ganzen Welt, die sich hier auf der Seetaler Alpe dementsprechend üben und sich vorbereiten. Das heißt, man könnte sich vorstellen, dass solche Einheiten wie die Deutschen oder was, die müssten eigentlich, weiß Gott, die Infrastruktur haben, aber wahrscheinlich ist es gerade die Topografie oder die Lage der Seetaler Alpe oder dass die Infrastruktur dort, die das für diese Truppen attraktiv macht. Ja, und auch die Möglichkeit, die wir auf der Seetaler Alpe bieten für Übungen im scharfen Schuss. Bei uns wird ja alles im scharfen Schuss geschossen haben. Ist das. Und das ist also der letzte Schritt beim Herstellen der Einsatzbereitschaft. Wir haben also die topografischen Voraussetzungen. Bei uns können Sie mit allen Waffen des Bundesheeres scharf schießen oben. Und dazu ist natürlich auch wichtig, dass wir ein gutes Verhältnis haben zu den Anrainergemeinden, weil die tragen ja alles mit, wo es dort Lärm, Staub, verlegte Truppen und so weiter. Deswegen haben wir auch eine Partnerschaft mit den Anrainergemeinden. Und für uns auch ganz wichtig ist eine entsprechende Medienkooperation. Wir haben ja mit Kanal 3 eine Medienkooperation oben. Bestens aufgehoben sind Sie da. Ja, warum? Weil ich mit Kanal 3 im Prinzip alle zivilen Nutzer des Übungsplatzes erreiche. Und das Entscheidendste ist bei der Akzeptanz in der Bevölkerung, dass sie vorab informiert werden. Ist klar. Das ist das Entscheidendste überhaupt. Jetzt muss man ja sagen, das ganze Gebiet oben ist ja ein wunderschönes, ist ja auch ein Wandergebiet, also da muss man ein bisschen aufpassen. Ich denke immer, man wird informiert, heute bitte nicht wandern, es wird scharf geschossen. Richtig, und das spielen wir über Kanal 3 ein, wann die Sperrzeiten sind. Wir haben auch 3 große Informationstafeln, das ist perfekt, funktioniert das. Und wo wir sehr restriktiv sind, ist einfach, wo das militärische Kerngebiet, das Sperrgebiet ist, dort wo scharf geschossen wird. Ich weiß schon, dass dort die schönsten Schwammerl wachsen und die schönsten Zirben wachsen, das ist mir alles klar. Aber wir reden auch von 500 Blindgängern, die also dort in diesem Raum liegen, also jene Munition, die nicht explodiert ist. Und das ist eine Frage der Sicherheit, dass wir da restriktiv beim Betreten dieses Raumes sind. Okay, aber das wird ja dann irgendwann auch einmal irgendwie entsorgt. Ja, wir entsorgen das laufend mit Blindgängersuchen dort vor Ort und mit Sprengern. Aber das sind natürlich viele Altlasten noch aus den früheren Zeiten. Aber dennoch, ich glaube, das ist auch wichtig, Sie haben gesagt, Sie haben also diese Partnerschaft, Sie haben Medienarbeit und man kann auch bei Ihnen sein. Also Sie laden Menschen ein, sich das auch anzuschauen. Ja, wir laden auch ein, wir tun auch für die Bevölkerung sehr viel. Wir veranstalten Erntedankfeste, wir veranstalten Adventkonzerte. Schön. Einfach als Danke auch an die Bevölkerung, dass sie alles das mitträgt. Wir haben also im Jahre 2017 über 200 Schießtage gehabt und diese Woche zum Beispiel schießen wir mit dem Eurofighter am Truppenübungsplatz Seetal. Und wenn der Eurofighter einen Tag lang mit der Luftbodenkanone dort schießt, dann ist im Lavandal schon Lärm.
Sommersaison. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Jetzt sind Sie da schon, ich glaube, seit 7 Jahren in dieser Position. Mal zuerst die Seetaler Alp als solche und dann abschließend an Sie. Was sind die Zukunft, die Perspektiven? Wo sehen Sie eine Einrichtung wie die Seetaler Alp als Truppenübungsplatz in der Zukunft? Wird sich das verändern, weil sich die Aufgaben des Bundesheers verändern, oder was meinen Sie? Ja, es wird sich die Ausbildungsinfrastruktur verändern, weil wir ja uns mit der Ausbildungsinfrastruktur, mit den Ausbildungsanlagen, mit den Schießanlagen immer anpassen müssen an Entwicklungen des modernen Soldatentums. Ja. Das heißt, wenn im Einsatz neue Gefechtsbilder oder neue Erfahrungen kommen, dann müssen wir das natürlich mit der Ausbildungsinfrastruktur entsprechend mitgehen, entsprechend umsetzen. Und ich glaube, dass also der Anteil der internationalen Teilnehmer am Truppenübungsplatz steigen wird. Das heißt, es gäbe, ich sage es einmal bewusst im Konjunktiv, für den Manfred Hofer, für unseren Herrn Oberst noch viel zu tun. Wo sieht das eine persönliche Perspektive? Sie haben ja eine hohe Dynamik in Ihrem Soldatentum mittlerweile bewiesen. Haben Sie Lust, da weiterzumachen, oder sehen Sie sich dann in den nächsten Jahren auch mal woanders? Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich bin sehr zufrieden und sehr glücklich mit meiner Position am Truppenübungsplatz Seetal. Und was die Zeit bringen wird, werden wir sehen. Das ist eine gescheite Einstellung. Herr Oberst, herzlichen Dank, dass Sie mein Gast waren. Lassen Sie die Truppe grüßen oder die Truppen, die zu Ihnen kommen, üben. War ein hochinteressantes Gespräch. Ihnen, meine Damen und Herren, vielleicht haben Sie mal Lust, schauen Sie bei Kanal 3 rein, informieren Sie sich über den Truppenübungsplatz, beziehungsweise schauen Sie dort direkt vorbei. Ich hoffe auf Sie, ich hoffe, wir sehen uns. Alles Gute. Und so sind wir auch schon wieder am Ende unseres aktuellen Steiermark-Magazins angelangt, und zum Schluss verschenken wir jetzt wieder etwas, nämlich 5x2 Tickets für das Ringfestival in Graz. Was Sie tun müssen, um mit dabei zu sein: schreiben Sie uns eine E-Mail an presse@kanal3.tv und erzählen Sie uns, warum Sie gerne beim Ringfestival mit dabei wären. Ja, und in diesem Sinne darf ich mich von Ihnen verabschieden und freue mich schon jetzt aufs nächste Mal.